Moin Leute, heute haben wir mal einen kleinen Vergleich für euch. Und zwar die vier Glück Raketen aus dem Aldi. Ja, das Ganze von Helios natürlich, Weco und viel Glück plus Glücksbringer Raketen haben wir natürlich, habe ich natürlich vergessen. Und vergleichen wir das mit den Goldraketen aus dem Lidl, weil wir mal schätzen, dass das auch Goldraketen sein werden. Wir haben sie noch nicht getestet, aber sie sehen ziemlich ähnlich aus und es sind genau 6 Stück drin. Ich denke mal, dass das einfach 6 Goldraketen sind, einfach mit einem anderen Logo drauf. Und mit Goldeffekt. Alter. Genau. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Viel-Glück-Raketen. Viel Spaß. So, Viel-Glück-Raketen. Wir wünschen euch auch allen viel Glück. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir stellen sie erstmal rein. Oh, die sind unten verklebt. Dann muss ich sie mal ganz rausholen. Okay, da ist einfach mal ein Teaser rundherum gemacht. So. Das ist eine Wunschrakete. Das ist natürlich sehr familientauglich oder für Leute, die es jetzt nicht so krachen lassen wollen, denke ich mal, so ein Set optimal. Kann man noch ein paar Wünsche absenden. Es gibt ja auch diese Wunschraketen einzeln, die dann 1,99 kosten. Ich finde, für das Geld investiert man ein bisschen mehr und hat dann ein ganzes Set. Finde ich eigentlich besser. So, jetzt müssen wir hier nur wieder die ganzen Kappen abmachen. Hoffentlich gehen die Zündschnüre nicht ab. Das war aber immer bei Leslie, glaube ich, wo die Zündschnüre abgingen. So, Goldrakete, Glück. Viel Glück. Also da haben wir die Auswahl. So, zweimal Wunschrakete und damit starten wir. Let's go. Ja, ich würde behaupten, das sind die Goldraketen. Sehr schön, also für 8,99 kann man das auf jeden Fall machen. Das sag ich jetzt schon, wir sind noch gar nicht durch mit dem Set. Viel Glück, Raketen! Wow, also sehr geil, diese Standzeit, ordentlich. Dann die Goldraketen. Brutal, also für Weco richtig gut, beziehungsweise Helios in dem Fall. Schauen wir mal, ob die von Lidl genauso gut sind, die Goldraketen. Da haben wir ja schon vor ein paar Jahren einen guten Test drüber gemacht. Hier ebenfalls 6 drin, steckt 6 Stück drin. Goldrakete 1, 1, 1 und 2, also sind sozusagen 3 unterschiedliche und die sind genauso verklebt wie die anderen auch. Ah, wir brennen es einfach durch. Mit dem guten Brenner hier. Keine Bedenken. Keine Bedenken, ja, ja. Also, sehr nice. Aldi hat jetzt quasi auch die Goldraketen für 8,99. Finde ich super. Genauso schwer ab. So, dann haben wir hier dreimal Goldrakete 1 und 2 und dann würde ich sagen erstmal die 3 Einser. Also mir kommt es vor, als hätten die anderen ein bisschen längere Standzeit gehabt. Ja. Und die Goldrakete 2, das wird die mit Crackling sein. Sehr, sehr geil. Der Rauch steigt auf.
Leute, zwei gute Sets, beide identisch. Von Aldi war ein bisschen besser, aber das kann man natürlich nicht sagen. Das kann auch mal an der Ladung liegen. Und aber kann man sich beides gönnen für 8,99 Euro. Super Goldraketen, sehr nice. Gönnt sie euch, schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall ein Like da und schaut auf Instagram vorbei. Haut rein, Leute. Riesengeiler Scheiß. Eskaliert.